Für das Vertrauensspiel gehen wir jetzt mal durch den Zoo. Da hat es verschiedene Gerüche, es hat verschiedene Geräusche, hat verschiedene Ablenkungen. Es hat Tiere, die eher ruhig auf den Hund wirken. Es hat Tiere, die sehr hektisch auf den Hund wirken. Und das möchte ich jetzt eigentlich im Vertrauensspiel möchte ich das festigen. Der Hund soll den Weg, den wir gehen, nicht verlassen. Er soll bei mir bleiben und sich nicht ablenken lassen.